Hallo, liebe Aufwach-Community. Aufwachen, dein Leben wartet, mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Und heute freue ich mich ganz besonders über Tanja Briefling. Hallo, Tanja. Hallo. Tanja ist Expertin für Ordnung und Organisation. Und ich danke dir total, Tanja, dass du zugesagt hast, weil ich freue mich total. Das Thema Ordnung liegt mir persönlich total am Herzen. Ich bin total organisiert und ordentlich und ich weiß aber, dass es nicht jedem leicht fällt. Und als ich dich entdeckt habe über die Maike, dann habe ich gedacht, wow, die Frau möchte ich gern beim Kongress dabei haben. Und ja, dann habe ich mich jetzt total darüber gefreut, dass du wirklich dir die Zeit nimmst für die Aufwach-Community. Also herzlich willkommen, Tanja. Stell dich gern kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich dabei bin. Und so wie du schon gesagt hast, Ordnung ist meine große Leidenschaft. Ich liebe es einfach, darüber zu sprechen und auch selbst Ordnung zu schaffen mit meinen Kunden. Das ist eigentlich schon mein ganzes Leben lang so, dass ich unheimlich gern aufräume. Genau. Möchtest du vielleicht ganz kurz zur Einleitung noch was sagen, zu dir persönlich, weil wer dich jetzt noch nicht kennt, weil ich denke, allzu viel kennt dich jetzt vielleicht nicht. Das Thema Ordnung wird aber sehr, sehr viele betreffen und viele werden dich bald kennenlernen. Ja. Genau. Ich wohne in Rheinland-Pfalz, direkt an der Grenze zum Saarland, habe auch zwei Kinder und ja, die wachsen praktisch ordentlich auf. Und ich mache seit 2014 helfe ich Menschen dabei, Ordnung zu schaffen. Ich habe das lange offline gemacht und jetzt auch seit einiger Zeit mache ich das eben auch online, weil das sich einfach super gut ergänzt. Ja, erzähl weiter. Du hast auch gerade gesagt, Ordnung und Organisation, das gehört für mich zusammen. Vom Beruf bin ich Industriefachwirtin und das ist so dieses, ja, wie diese ganzen Prozesse in einem Unternehmen miteinander reinspielen, das war schon immer so mein Thema während meiner Ausbildung. Also ich fühle mich immer so eher hinter den Kulissen, also eben diese ganzen Abläufe zu organisieren, optimieren, wie das alles zusammenhängt, so das ist genau mein Thema, ja. Also ich kenne dich ja nur auch überhaupt noch nie. Wir haben uns ja wirklich nur über die Maike jetzt gefunden. Und deswegen freue ich mich auch so, dass du da wirklich zugesagt hast und das Thema Ordnung jetzt uns mehr näher beleuchtest. Aber du hast gerade gesagt, du hast das offline betrieben oder betreibst es wahrscheinlich immer noch. Das genau. Heißt, jetzt, ich habe ein Chaos in meinem Haus, in meiner Wohnung und du kommst aufräumen oder wie machen wir das? Ja, genau so ist das. Also meine Kunden finden mich übers Internet, rufen dann an und dann sprechen wir, vereinbaren einen Termin und dann gehe ich wirklich zu Ihnen nach Hause. Bei meinen Kunden ist es häufig so, dass es auf den ersten Blick eigentlich ordentlich aussieht. Also das heißt, das Wohnzimmer ist vielleicht ein bisschen voll oder so, aber im Großen und Ganzen ordentlich. Aber meine Kunden leiden darunter, weil eben die Schränke total voll sind, der Keller total voll ist, der Dachboden, das Gästezimmer und ganz speziell so das Arbeitszimmer. Und und dann schauen wir uns einfach die Bereiche an, die meine Kunden in Ordnung schaffen möchten. Und dann entscheiden wir gemeinsam und legen direkt los. Also das ist ganz wichtig, dass ich mit meinen Kunden gemeinsam Ordnung schaffe. Also ich schaffe nicht für die Ordnung. Wir machen das wirklich gemeinsam, weil ja die Entscheidungen, was zum Beispiel aussortiert werden kann oder so, treffen ja zu 100% meine Kunden. Da gibt es auch überhaupt kein richtig oder falsch, dass ich da jetzt entscheide, man darf nur so und so viele Bücher haben, nur so und so viele Schuhe. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Ordnung ist super individuell. Und die Kunden erzählen dann auch immer ganz viel und dann hört man das schon raus. Was mögen sie wirklich? Wo denken sie, ich hebe das nur auf, weil ich irgendwie muss, weil das mal schön war? Und so arbeiten wir dann uns eben Schritt für Schritt durch die ganzen Bereiche durch und sortieren dann aus und finden dann die neuen Plätze dafür, ja. Das ist bestimmt spannend, weil ich sag mal, gerade wenn man so viel Platz hat, ja, dann kommt immer mehr dazu, immer mehr dazu. Und man merkt gar nicht, wie voll das wird und dann schiebt man dort und drückt man dort noch und irgendwie geht es schon rein. Ja, also deswegen habe ich mir zum Beispiel auch zur Regel gemacht, zum Beispiel ein T-Shirt kaufen und zwei dafür aus dem Schrank raus, weg damit. Ja. Dass man wirklich einen Überblick hat, weil wir sind wirklich in einer, Konsumgesellschaft, ja, und das ist nicht immer gut, müssen die immer neu haben. Und aber wenn wir uns dann für was Neues entscheiden, dann sollten wir uns auch wirklich vom Alten trennen, weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, umso voller die Räume werden, umso schlechter fließt die Energie. Also man hat so das Gefühl, es wird bedrückender, man erstickt fast daran. Geht dir das auch so? Ja,
Ja, ich kann das total verstehen. Also erstmal zu diesem Thema, es kommt immer Neues dazu. Also das ist so dieses, als Kind habe ich unheimlich gern aufgeräumt. Also die ganze Zeit. Ich habe eine jüngere Schwester und ich hatte immer genug aufzuräumen. Und immer, wenn ich irgendwo fertig war, dann habe ich woanders wieder angefangen. Das war aber okay. Und wie ich selber dann eine Familie hatte, selber einen Haushalt, habe ich gemerkt, ich kann gar nicht so viel aufräumen. Da kommt ständig Neues rein. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, ich habe noch andere Aufgaben, die ich auch gern mache, die ich machen muss. Und dann habe ich gedacht, ich reduziere den Eingang. Und das war echt total faszinierend. Ich habe das vorher gar nicht bewusst gemacht. Ich habe einfach eingekauft, wenn ich irgendwas Tolles gesehen habe, auch vielleicht nach Weihnachten sogar schon irgendwelche neue Deko fürs nächste Jahr. Also ich habe es gar nicht gebraucht in dem Sinn. Und ja, und wie ich da bewusst darauf geachtet habe, dass ich eben nur noch die Sachen kaufe, die ich wirklich brauche. Und dann ist das Aufräumen auf einmal total leicht geworden. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja dann einfach so, erstmal den Eingang zu reduzieren und dann fällt auch das Aufbrauchen und Aussortieren mit der Zeit leichter. Und dann, ja, dann wird es irgendwann eben weniger und das kann man echt total genießen, ja, weil man dann wirklich nicht mehr viel aufräumen muss. Der Alltag hat so viele andere Aufgaben, die anfallen, die immer noch dazukommen, klar. Und dann ist es einfach gut, wenn man nicht so viele Gegenstände verwalten muss, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess, dass man das wirklich lernt und für sich umsetzt. Ja, das ist nie von heute auf morgen. Ja, ja, aber du hast gesagt, du hast zwei Kinder. Ich habe ja auch ein Kind und wir machen das immer so, dass wir uns auch fragen, brauchen wir das wirklich? Ja, und logisch, wenn es Mama bezahlt, ist es dann immer leichter. Ja, und der Trick an der Sache ist jetzt, ich hoffe, der hört das Video dann nicht, dass ich dann oft sage zu ihm, ja, du kannst du dir gerne kaufen, hast ja genug Taschengeld dafür angespart. Ja. Und dann braucht er es in der Regel nicht. Also es gibt so Herzenswünsche, die er dann wirklich unbedingt braucht, wo ich dann auch oftmals sage, ich gebe dir was dazu. Ja, wenn es meiner Ansicht nach nicht sein müsste, dass er das unbedingt hat. Aber wenn es ihm jetzt wirklich ein Herzenswunsch ist, dann gebe ich ihm was dazu. Aber oftmals hat sich das dann eigentlich schon mit der Frage geklärt oder mit der Aussage geklärt, ja, dann du hast ja genügend Taschengeld angespart, dann kannst du das ja dafür verwenden. Genau. Dann merkt er auf einmal, dass er es doch nicht braucht, ja? Genau. Was ich für eine interessante Erfahrung gemacht habe, wie meine Kinder, ich sage jetzt mal so, in der Grundschule waren ungefähr, dann sind wir einkaufen gegangen, gar nichts Besonderes. Einfach nur im Supermarkt, in die Apotheke, in die Post, in den Schuhladen. So ganz alltäglich, wir sind nach Hause gekommen und hatten aus jedem Laden irgendwas gekriegt. Gummibärchen, Luftballons, irgendein kleines Plastikspielzeug. Ich konnte nirgendwo hingehen, ohne dass wir Sachen bekommen haben. Und irgendwann haben die Kinder angefangen, Nein zu sagen. Das fand ich total faszinierend. Die haben das einfach von mir übernommen. Also ich habe das gar nicht verboten oder darauf hingewiesen, sondern die haben es einfach irgendwie nachgemacht. Weil ich natürlich das auch so mache, wenn ich irgendwo Werbegeschenke kriege, in der Apotheke zum Beispiel, dann sage ich immer Nein, dann kriege ich das Nächste, sage ich Nein, brauche ich nicht. Und wenn ich zu Hause die Tüte aufmache, ist doch was drin. Das ist echt unglaublich. Und das kann man auch nicht direkt von Anfang an Nein zu sagen. Das muss man auch echt üben, oder weil es irgendwie so unhöflich scheint. Aber zu Hause, man muss dann irgendein Pröbchen aufbrauchen, was man eh nicht will, oder es wegschmeißen. Dann hat man da die Belastung. Und so mache ich das einfach schon außen, sage ich mal. Und genau, die Kinder haben das dann auch übernommen eben. Da trifft das wieder zu. Jedes Nein ist ein Ja zu mir, ein Ja zu meinen Müllbergen, die ich dann nicht mehr verursache. Ja, das ist wirklich so. Und man braucht es ja oft nicht. Aber die Leute, also gerade weil du sagst Apotheke. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Apotheke und da gibt es eben auch so spezielle Kunden, weil ich auch immer sage, lass es, ich brauche das nicht. Ja? Ich sage höchstens ein paar Taschentücher, die verbrauchen wir schnell. Genau. Das ist immer so mein Spruch. Die sagt, es gibt Kunden, die sagen, die kommen extra versorgt meine kleine Stimme, jedes extra holen, um nochmal was mitzukriegen. Also das ist so Hamm. Für was, ja? Also das ist, sagen gar nicht, dass sie eigentlich ihren Energiefluss damit unterbrechen oder sich selber schaden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles wirklich brauchen, ja? Nee, also die Frage, die man sich immer stellen sollte, brauche ich das? Brauche ich es wirklich? Und ich sag mal, zum größten Teil kann man sich die wirklich mit Nein beantworten. Genau, und ich sehe das ja beim Aussortieren dann, da sind dann auch ganz viele Blöcke und Kugelschreiber. Ich kann da schon auch sagen, ich kenne das ja auch von früher. Also als Kind hatte ich auch nie die Frage gestellt, da ging es mir wirklich nur ums Aufräumen. Ich habe dann alle Kugelschreiber durchprobiert
Und die, die nicht gingen, habe ich aussortiert. Die anderen habe ich einfach aufgehoben, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Das kam erst viel, viel später, dass ich gedacht habe, warum brauche ich so viel Kugelschreiber? Ständig kommen neue dazu. Und ja, ich nehme sowieso immer nur die gleichen. Und das ist wirklich so dieses Bewusstsein dafür schaffen, zu sagen, ich nehme nur das, was ich brauche, egal, auch wenn es eben kostenlos ist. Ja, also man kriegt da schon genug mit der Werbung zugeschickt. Also gerade Kugelschreiber, die kriegst du ja dauernd irgendwann zugeschickt in der Hoffnung von den Firmen, dass du dann welche bedrucken lässt und kaufst und so. Und das ist ja, schon daher hast du ja so ein Potenzial. Also brauchst du nicht immer, früher zu DDR-Zeiten haben wir Kuliminen nachgekauft. Den Luxus kennt schon gar niemand mehr. Ja. Oder ich hatte auch mal, das, weil du jetzt gerade sagst mit Blöcken, da gab es so, zu DDR-Zeiten gab es so kleine Blöcke, ich weiß nicht, wie groß die waren, vielleicht so 10 cm mal, ich sage jetzt mal 20 cm oder 15 cm, also es waren kleine Blöcke. Ne? Und da war das auch für mich so eine richtige Sucht. Ich habe jedes, die gab es nicht immer, ja, also es gab nicht immer alles. Und jedes, der, so ein Block hat 6 DDR-Pfennige gekostet, wüsste ich noch wie heute. Und da gab es bei uns so ein Schuhgeschäft und da, die hatten so ein bisschen Schreibwaren mit drin. Und da war das so eine richtige Sucht. Jedes Mal, wenn es die Blöcke gab, habe ich Blöcke geholt. Ja? Ich habe stapelweise gehabt zu Hause für was. Ja? Das war so Dummheit. Aber das war als Kind. Und was ich faszinierend finde, was du am Anfang gesagt hast, du hast als Kind schon gern aufgeräumt. Das habe ich auch gemacht, dass ich musste immer die Ordnung um mich haben. Das ist dir aber so richtig auch in die Wiege gelegt, oder? Weil es ist ja, Aufräumen ist ja für viele ein Thema, das lassen sie am liebsten ganz weg im Leben. Absolut, also ich, das ist wirklich angeboren, weil ich habe mir das alles selbst irgendwie beigebracht. Ich habe als Einzige die Leidenschaft bei uns in der Familie. Also das ist wirklich, ich kann mich da echt erinnern. Ich bin das erste Mal umgezogen mit 9 Jahren und davor in der Wohnung habe ich schon immer aufgeräumt. Ich hatte mit meiner Schwester das Zimmer geteilt und meine Hälfte war immer ordentlich, ihre war immer unordentlich und ich habe die immer aufgeräumt. Und es ging jetzt nicht darum, weil ich es am Schluss ordentlich haben wollte, sondern schon dieses Aufräumen an sich. Das war einfach, das Sortieren, ordentlich einräumen, das war schon immer meins. Und als Kind, wie gesagt, konnte ich ja gar nicht wegschmeißen. Da ging es nur ums Ordnen und das hat sich dann erst später ergeben. Aber ich kann da noch zu meiner Schwester was erzählen, weil ich einfach mein Leben lang ihr das Zimmer aufgeräumt habe. Erst halt unser gemeinsames, später hatten wir getrennte Kinderzimmer. Und wie wir ausgezogen waren, habe ich auch immer noch ihr Zimmer aufgeräumt. Also nicht ihr Zimmer, ihr Zuhause, jedes Mal, wenn ich sie besucht habe. Und sie hat das dann immer akzeptiert und so, ja, mach halt, weil sie ja wusste, ich will das unbedingt. Und und irgendwann hat sie auch schon Kinder gehabt, hat sie mich angerufen, ob ich jetzt mal richtig aufräume bei ihr, mit ihr zusammen. Das war wirklich das erste Mal, dass sie von sich aus gesagt hat, jetzt möchte sie das. Und dann waren wir aber 400 Kilometer auseinander gewohnt, also machen wir immer noch. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich kann nicht länger zu ihr kommen. Und dann haben wir das eben über Video gemacht. Und das war der Schlüssel einfach für sie. Weil das war einfach, das war so faszinierend, dass ich das ja jahrelang gesehen habe, dass sie kein Interesse hat, dass sie es nicht will, einfach nur ich will das. Und dann haben sie sich umgedreht und sie hat meine Videos dann bekommen, hat das umgesetzt und irgendwann hat sie geschrieben, super, das hat ihr so viel gebracht. Und dann war ich sie mal besuchen und das ganze Wochenende ging nur, das habe ich gemacht, weil du das gesagt hast und das. Also das war für mich, das war klasse, ja, das so zu erleben, was das für einen Unterschied macht, ja. Jetzt hast du mir meine Frage eigentlich weggenommen, denn ich wollte dich eigentlich fragen, wie bist du eigentlich jetzt, oder wie räume ich denn online auf, oder wie komme ich denn, aber das hast du jetzt schon mit den Videos angesprochen, ja, also man kann jetzt praktisch von dir Videos bekommen, wo du anleitest, wie man aufräumt. Genau, also meine Schwester hat dann auch irgendwann gesagt, mach das doch auch für andere. Also das war wirklich der Grund, warum ich das, sie hatte damals schon einen Online-Kurs gemacht zu einem ganz anderen Thema. Mir war das damals jetzt gar nicht, ich habe das eigentlich so noch nicht gekannt. Und genau, und dann habe ich das gemacht und zeitgleich habe ich schon auch gemerkt bei meinen Kunden, ich habe erstmal immer mehr Wissen, mehr Erfahrung und ich will immer mehr weitergeben, als wir nur gemeinsam aufräumen. Und ich habe auch gemerkt, 1-2 Tage oder von mir 3-5 Tage, das ist egal, aufräumen mit meinen Kunden, das ist noch lange nicht das, wie sie dann die Ordnung halten können. Weil Ordnung ist was ganz, ganz Alltägliches. Ich kann zwar in einem gewissen Zeitraum
Altlasten bearbeiten und wirklich eine Grundordnung schaffen. Aber diese Ordnung zu halten oder, wie wir es gerade schon gesagt haben, den Eingang zu reduzieren, das ist ja was, das passiert ja gar nicht an dem Tag. Oder Dinge weiterzugeben, wenn wir die aussortiert haben an dem Tag. Und deshalb, genau, ist das jetzt so eine Mischung, dass wir wirklich vor Ort Ordnung schaffen und danach online einfach weiter drüber sprechen. Also dann kennen wir uns. Ich kenne ja genau die, also ja, wenn ich mit meinen Kunden aufräume, merke ich halt, der eine hat mehr Herausforderungen beim Aussortieren, der andere mehr beim Kategorien festlegen, der andere beim Platz finden. Also das lernt man dann eben wirklich nur in der Zusammenarbeit richtig, richtig gut kennen. Und dann kann man das eben online ja, und weiter abstimmen, einfach sagen, der Kunde hat was weitergemacht und dann legen wir nochmal Kategorien fest oder so, das geht prima online. Und der dritte Baustein ist dann eben, ja, dieses ganze theoretische Wissen, meine ganzen Erfahrungen, dass ich das eben auf Video aufgenommen habe, einfach um die Basis zu schaffen, also dass man eben, ja, wenn wir online uns treffen, darauf aufbauen können und wirklich das Individuelle machen, also die Grundlagen eben auf Video. Und das Individuelle ist halt, jedes Zuhause ist anders, jeder hat andere Möbel, andere Ziele auch, andere ja, Menge an Sachen. Der eine hat vielleicht mehr Kleidung, der andere hat mehr Bücher. Also das ist natürlich, also es ist kein Selbstlernkurs in dem Sinn, dass man sagt, dann wäre ja jedes Zuhause gleich. Also so ist es ja nicht. Und deshalb ist es einfach die Basis und das andere ist online eben das Individuelle. Ja, und das klappt echt gut. Und kann man das jetzt online, nur online machen? Also ich sage, oder muss, ich sage mal, musst du jetzt zwingend nochmal die Wohnung sehen? Also wie ist das, oder könnte ich dir jetzt die Wohnung filmen? Weil ich sage mal, wir wohnen ja jetzt zum Beispiel, ich wohne in Sachsen, du wohnst in Rheinland-Pfalz, das, uns trennen ja dann auch ganz paar Kilometer als Beispiel jetzt. Ja. Wie, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, wie muss ich mir das vorstellen? Also kannst du, filme ich dann meine Wohnung ab oder kommst du doch mal vor Ort oder wie mache ich das? Also man kann das auch rein online machen. Also das heißt tatsächlich, wenn ich die Fotos sehe oder filme oder auch wenn wir online sprechen, kann man ja auch durchs Haus laufen mit der Kamera, dann habe ich da einen total guten Eindruck. Dann können wir das auch machen. Nur geht dann halt der Kunde komplett 100% in die Umsetzung. Also macht das komplett alleine. Mhm. Wenn er das möchte, wenn er sich das auch zutraut, dann geht das auch. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn man halt mal ein, zwei Tage zusammenarbeitet, dann sieht man halt auch mal einen Erfolg an einem Bereich und das ist manchmal für den Kunden auch ganz wichtig. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt zum Beispiel auch andersrum, dass der Kunde sagt, ich möchte gar nicht, dass jemand zu mir kommt. Also ich möchte das alleine machen, weil es ist ja auch schon auch immer ja, viel Vertrauen dabei, zu sagen, jemand kommt zu mir und sieht dann wirklich alle Gegenstände, alle Unterlagen. Und braucht, möchte aber dann eben eine Anleitung haben, dann geht das natürlich auch rein online. Also, das, also dann stellst du dich sozusagen individuell auf jeden Kunden extra ein. Also das ist jetzt nicht bei dir so ein abgefahrenes Programm, jeder kriegt die Schablone F und zack, drüber gefahren und gut. Genau, nee, das ist ganz individuell. Das ist also, ich habe so, also es gibt bei mir keinen Selbstlernkurs ohne Online-Beratung. Das habe ich nicht. Und wenn es online ist, nur eine Online-Beratung ohne Kurs macht auch nicht, keinen Sinn, weil dann würde ich alles erzählen, was ich eigentlich auf Videos aufgenommen habe. Also das hängt schon immer zusammen, aber die Anteile, die sind ganz individuell. Also man kann da einfach sagen, ich habe den Kurs und brauche einfach nur ein paar Stunden oder brauche ganz viele. Irgendwann möchte ich noch offline. Das geht auch, wenn man weiter weg ist. Also da fahre ich dann eben weiter. Das sind dann halt nicht einzelne Tage, sondern eben 2 oder 3 Tage am Stück. Und was auch nicht geht, meine Kunden meinen manchmal, oder meine Interessenten, wenn die anrufen, ich komme für 2 Stunden und schaffe Ordnung. Aber Ordnung, das ist nichts. Ich räume ja nicht oberflächlich auf, sondern es geht einfach von unten. Also das heißt, also nicht oberflächlich, jetzt ist mal das Arbeitszimmer so, der Schreibtisch ist mal leer, sondern es geht ja dieses Alte, was schon lange auf Stapeln in Schränken liegt oder in der Schublade, dass wir die komplett ausräumen. Und dann ist es auch immer, eine Schublade ausräumen und wieder einräumen, das ist auch noch nicht Ordnung schaffen. Das ist zwar ein bisschen mehr wie aufräumen, aber es geht ja darum zu gucken, was ist da drin? Gibt es vielleicht noch irgendwo anders die Kategorie? Kommt die in die Schublade? Dann muss man ja noch einen anderen Schrank mit aufräumen. Oder genau, und deshalb ist nicht eine Schublade aufräumen 2 Stunden. Also deshalb gibt es mindestens einen halben Tag, also 5 Stunden Minimum. Aber besser sind wirklich also ganze Tage dann. Und dann kann man auch wirklich sagen,
Man hat echt ordentlich, ja. Das ist ja auch, wenn man mal anfängt, ja, da merkt man ja, dann fängt man dort an und dann, ja, man dort noch, das nimmt ja kein Ende. Ja? Und das ist so, genau. Ja, und ich, was man so alles beachten kann, wo du sagst, ja, da, vielleicht ist der Schieber mit Kulis voll und der andere, da liegen auch noch andere Stifte rum. Ja, also, dass man das so kategorisiert, das finde ich gut. Also, ich sag mal, wenn ich bis jetzt aufgeräumt habe, ich habe immer relativ viel weggeschmissen. Aber so wie du das jetzt gerade ansprichst, dass ich nur einen Ort habe, wo jetzt, sage ich mal, nur Schreibutensilien sind und dort nur Spiele, darauf habe ich noch nie so bewusst geachtet. Also ich habe das jetzt so unbewusst, ich bin jetzt gerade mal so gedanklich meine Schränke durchgegangen, ja, in den Büro und Wohnzimmer. Unbewusst habe ich das sehr, sehr oft gemacht. Aber das war wirklich intuitiv. Also ich habe das gar nicht so als bewusst herausgekehrt. Aber das, und ich hätte das jetzt gar nicht so als Thema gesehen bei jemandem. Aber wahrscheinlich ist das bei vielen das Thema, dass überall ein bisschen was liegt. Genau, das ist halt dann, wenn es irgendwann zu viel wird. Wenn halt die Kugelschreiber in die Schublade passen, dann kommen immer mehr dazu, dann ist die Schublade irgendwann voll, dann fängt man halt an einer anderen Stelle an oder Blöcke oder Kleidung, das ist egal. Und dann ist halt eben dieses erstmal reduzieren und dann zu gucken, wie viele Kugelschreiber habe ich und dafür dann den richtigen Platz zu finden oder wie groß, also da sage ich immer, das ist alles so ein Rahmen. Also weil du vorher gesagt hast, ein T-Shirt kommt, zwei dürfen gehen. Da sage ich einfach, das Zuhause gibt den Rahmen vor. Es sei denn, man sagt, ich ziehe bald um in ein größeres Haus. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Meine Kunden wohnen dort. Das ist nicht so das Thema, das Ausziehen. Das heißt, das Haus, egal wie das ist, das Zuhause gibt den Rahmen vor. Und wenn was Neues kommt, darf was anderes gehen. Das muss auch nicht immer Kleidung kommt, Kleidung geht, Bücher kommen, Bücher gehen. Sondern das ist einfach dieses... Der Tag hat 24 Stunden, was mache ich am liebsten? Und wenn dann ein anderes Hobby weniger wird oder die Kinder größer werden und ich brauche dann eben keine Babyspielsachen mehr oder keine Kinderspielsachen mehr, dann dürfen da wieder Sachen gehen. Also das heißt, das ist einfach so dieses drauf zu achten, dass irgendwie es nicht immer mehr wird. Je älter man wird, desto mehr, klar, hat man Kindersachen. Die Kinder haben Schulsachen, man selber hat einfach viel mehr Bücher, Hobbys, wie auch immer. Und genau, und da ist es einfach, wenn es zu viel wird, dann verteilt sich das nicht mehr. Da sind die Bücher, ist die Kleidung, da sind Bürosachen, sondern dann mischt sich das immer mehr. Und das muss halt dann einfach einmal, ja, diese Grundordnung geschaffen werden. Und das braucht Zeit, das ist tatsächlich... ja, wirklich eine Zeit, die man einmal investiert, um danach eben für immer, sage ich mal, die Ordnung leicht halten zu können dann. Ja, ich finde das, ich sag mal, von Spielzeug oder Kindersachen lässt man wahrscheinlich eher los wie von eigenen Sachen, weil die Kinder entwickeln sich weiter. Also ich mache das mit meinem Sohn so, er darf das, was er nicht mehr braucht, auch über eBay verkaufen. Dadurch baut er sich ein gutes Taschengeld auf und kann sich dann das kaufen, was ihm am Herzen liegt, was ihm wirklich am Herzen liegt. Ja, ja. Was wir ja erst schon hatten. Und dadurch werden auch die Schränke nie übervoll. Also er hat wirklich sein Spielzeug dann wieder verkauft, was er irgendwann mal geschenkt gekriegt hat. Und ja, Klamotten, die werden oftmals unter Freunden dann wirklich weitergegeben, weil die Kinder tragen es ja, zumindest wenn sie klein sind, wirklich ab, da wachsen sie ja viel zu schnell raus. Aber was ich zum Beispiel, jetzt hat ja jeder so individuelle Ordnung und du stellst ja darauf auch ein, habe ich so jetzt rausgehört. Also ja. Ich habe zum Beispiel meinen Schrank jetzt nicht so typisch geordnet, wie viele haben. Hier liegen die Hosen, hier die Röcke, dort die Kleider, dort die T-Shirts. Sondern ich habe das wirklich geordnet, ein Teil ist Winter und ein Teil ist Sommer. Ja, also Übergangssache. Also so, dass ich genau an diesen Schrankteil dann noch ranlaufe. Dort ist es natürlich dann auch wieder nach T-Shirts und Hosen und was weiß ich geordnet. Aber dass ich eine Hose rausziehe und denke, ach, eine Sommerhose, jetzt haben wir ja Winter oder so, ja. Jetzt habe ich so für mich irgendwie eine Ordnung entworfen. Und die dürfte ich ja, da könnte ich ja dann auch beibehalten, wenn du bei mir durchgegangen bist, sozusagen. Ja, absolut, natürlich. Also das ist auch, das ist dieses gemeinsam mit meinen Kunden arbeiten. Also die sagen mir einfach nur, das passt super, dann ist das alles in Ordnung. Und wenn die sagen, oh, das ist immer... keine Ahnung, das stört mich und das ist schlecht. Und dann suchen wir genau dafür eben eine Lösung. Und wegen den Kategorien fällt mir jetzt gerade ein, für mich gibt es logische Kategorien. Jeder weiß, Besteck gehört in die Besteckschublade, Kleidung gehört in den Kleiderschrank, die Schuhe ins Schuhregal, die Bücher zu den Büchern. Jetzt mal grob gesagt. Und dann gibt es kreative Kategorien. Das sind eben die Sachen, die nicht so einfach zuzuordnen sind. Und da muss man so ein bisschen kreativ werden und überlegen, wie kann man diese Kategorie zusammen machen. Also, dass man sagt, das ist zwar ein T-Shirt,
Das ist aber weder Sommer noch Winter, sondern es ist ein T-Shirt aus meiner Schulzeit, was ich als Erinnerung aufheben möchte, weil Unterschriften drauf sind. Und dann gehört das nicht in den Kleiderschrank, sondern das ist dann schon mal Erinnerung. Und da ist wieder so die Frage, was ist die kreative Kategorie dann? Macht man das Erinnerung Schulzeit oder macht man das Erinnerungen Kleidung oder wie auch immer? Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Jeder Gegenstand braucht eben eine Kategorie, weil wenn jeder mal so zu Hause schaut, was liegt denn rum? Genau die Dinge, die eben keinen Platz haben. Also Spülmaschine ausräumen, das ist jetzt nicht Ordnung schaffen in dem Sinn, das ist ganz normaler Haushalt. Aber da gibt es Sachen, die kann man total leicht ausräumen oder einräumen, nämlich das Besteck, Teller, Gläser. Und dann gibt es immer irgendwelche Sachen, die man, keine Ahnung, nur einmal im Monat braucht, wo man dann nicht so diesen Platz hat. Und genau, und das ist so dieses, alles kommt neu dazu und hat eben keine Kategorie. Und dann liegt es erstmal wochenlang in dem Schrank, dann in dem anderen Schrank. Und das ist eigentlich das Ziel, das wirklich, und am besten noch, wenn man schon weiß, bevor es ins zu Hause kommt. Also, dass man schon weiß, wenn ich kaufe, das kommt dahin und nicht erst, es ist zu Hause oder ich habe es geschenkt bekommen und weiß dann nicht, wohin. Dann ist es wirklich ganz leicht. Aber mit der kreativen Ecke finde ich auch gut, weil wir haben auch so eingerichtet, jetzt gerade für das Kind, ja, die erste Schuhe haben wir aufgehoben als Beispiel, ja. Oder war mal in der Zeitung beim Fasching, ja, der die Zeitung aufgehoben. Oder im Kindergarten die Mappe gesammelt, was da alles war. Genau. Ja, das ist wirklich an alles an einem Ort. Es ist mir aber auch nicht so bewusst gewesen jetzt, aber wo ich gesagt habe, genau das ist es, was wir noch behalten. Ja. Mhm. Und wo man dann auch wisst, wo man hinlangen muss. Also kürzlich hat das mal mein Sohn gesagt, du, ich möchte mir mal gerne die Bilder vom Kindergarten nochmal angucken. Ja. Dann zeigt man die Schublade und dann wusste man, wo wir hinlangen müssen. Nee, wo haben wir denn das hingetan? Wir haben es irgendwo, aber wo? Ja. Aber was ich jetzt vielleicht noch viel interessanter finde, also ich sag mal, diese Sachen, die du jetzt angesprochen hast, würde ich jetzt fast als ganz normal bezeichnen. Ich weiß aber, dass viele, viele Menschen mit Papier Probleme haben. Mhm. Hilfst du da auch mit? Weil ich sag mal, dieses Ordnen, ich arbeite im Offline-Bereich eigentlich, durch Corona jetzt gerade nicht mehr, für verschiedene Firmen, die ich einfach betreue im Büro, also alles, was im Büro anfällt. Und dann habe ich natürlich für jede Firma auch Ordner da. Mhm. Und ich mache das immer so, wenn ich irgendwas abgearbeitet habe, dann hefte ich das sofort ab und dann geht es in den Ordner rein, dass es auch weg ist, dass mir ja nichts durcheinander kommt, nicht, dass ich die Versicherungsfirma mit der Umzugsfirma oder mit der Eventfirma verwechsel und dass ich dann die Belege irgendwann suche. Ja. Und solche Sachen halt. Und ich sage mal, das ist ja für viele, ist ja Zahlen, Zettel, ist ja ein Chaos, die schmeißen das irgendwo am besten in den Schuhkarton. Also ich habe mal für einen Kunden angefangen zu arbeiten, das war, ich glaube, das ist so das beste Beispiel. Er hat wirklich seine ganzen Belege gesammelt gehabt. Das ist aber schon, also ich arbeite jetzt mit dem, wir haben schon bald Silberhochzeit, 25 Jahre schon fast zusammen. Und er hat wirklich seine ganzen Belege in Waschmittelkörben gehabt. Ja, da war das Finanzamt damals noch nicht so hinterher. Und dann musste er auf einmal das alles einreichen und dann Land unter. Also wo ich in das Büro gekommen bin, dann habe ich gedacht, ich kriege einen Schock. Ja, also ich habe wirklich akribisch diese ganzen Belege geordnet nach Datum und Jahr und überhaupt. Also es war schon, und das war für mich wirklich, also da habe ich gedacht, wie kann jemand sowas machen? Ja, ich habe das habe ich bis heute noch nie verstanden. Jetzt haben wir eine akribische Ordnung drin und dann ist das wirklich leicht, weil du nimmst die Belege in die Hand, bezahlst, buchst, weg damit. Ja, und das ist für mich so, aber ganz normal geworden, oder das ist ganz normal, dass ich so eine Ordnung drin habe, aber viele haben es wahrscheinlich nicht. Also das sieht man ja schon, die merken, die wann die Versicherung abgebucht hat, oh, Konto war vielleicht gar nicht so ganz gedeckt, weil ich nicht dran gedacht habe, dass jetzt gerade diesen Monat die Unfallversicherung kommt. Mhm. Die meisten Versicherungen kommen im Januar, da denke ich vielleicht dran. Ja, aber wenn zwischendurch mal eine kommt im August oder so, dann denke ich nicht dran. Und dann, ja, wie kriege ich das in den Griff? Genau, also tatsächlich ist die Papierablage oder das Arbeitszimmer an sich eine große Herausforderung für meine Kunden, aber auch das ist wirklich ein Schwerpunkt von mir. Also ich selber arbeite ja auch oder komme aus diesem Bürobereich eben. Das heißt, ich liebe es mit Papier, liebe Strukturen, liebe die Organisation, Prozesse zu optimieren. Und deshalb arbeite ich wirklich gern oder räume gern mit meinen Kunden das Arbeitszimmer auf. Und auch da merke ich, manche Kunden, da geht es nur ums Arbeitszimmer. Also wirklich, die sind ansonsten mit ihrer Ordnung sehr zufrieden. Und bei anderen fangen wir dann erst bei der anderen Ordnung an, weil das Arbeitszimmer
ja, da sieht man den Effekt nicht so schnell. Ansonsten ist aber das Arbeitszimmer wirklich ganz gleich. Also das ist wirklich, ich sage immer, also ich habe so einen roten Faden mit eben den 10 Schritten und der passt auch für die Papierunterlagen, weil auch da geht es wieder darum, erstmal den Eingang zu reduzieren und eben aussortieren. Und der Unterschied ist, stell dir einfach mal vor, du hast 10 Bücher oder wir übertreiben es mal und sagen, du hast 100 Bücher und musst sie aussortieren. Da gehst du nicht hin und sagst, die 100 Bücher habe ich mal in einer Stunde schnell alle durchgeguckt und alle weg. Sondern da sieht man einfach, der Raum ist voll mit Büchern und es ist wirklich zeitaufwendig, jedes Buch in die Hand zu nehmen. Wenn du aber 100 Blätter hast, hast du so einen Stapel. Und der Aufwand ist genau der gleiche. Du musst nämlich jedes Blatt in die Hand nehmen, wie das Buch auch, erstmal lesen, was ist es. So liest man eben das Blatt auch. Und ja, muss dann eben entscheiden, brauche ich es noch oder brauche ich es nicht. Das heißt, man hat oft den Anspruch, das Arbeitszimmer, das muss ganz schnell gehen und ich kann nicht eine Stunde brauchen für so einen kleinen Stapel. Und wenn man da einfach mal sagt, doch, so kann es sein, weil ein Blatt Papier einfach ganz dünn ist, dann ist das schon mal so der erste Schritt zu sagen, es stresst einen jetzt nicht so, weil es so unendlich viel scheint und man einfach nicht weiterkommt. Also das ist so das eine. Das andere ist, ein Arbeitszimmer besteht nicht nur aus Papier, also da ist auch ganz, ganz viel Büromaterial da, also auch, wir hatten es schon vorher, ganz viele Blöcke, also auch das ist irgendwo Papier, aber das ist eine ganz andere Entscheidung, da geht es gar nicht um ein Dokument, sondern wirklich um, brauche ich den Block oder nicht? Genau, weil nämlich das nächste, die nächste Hemmschwelle ist so diese Aufbewahrungsfristen. Ich weiß ja gar nicht, was ich wegschmeißen kann. Und auch da ist es einfach, ja, das kann am Schluss, das ist auch sehr individuell zu gucken, was hebt man auf, was kann weg. Aber wichtig ist erstmal, diese ganzen anderen Sachen rauszumachen, die gar nichts mit Aufbewahrungsfristen zu tun haben. Also das ist auch nochmal jede Menge. Und am Schluss bleiben dann eben Sachen übrig, die, ja, die wirklich abgelegt werden. Und da ist es einfach auch wieder das Thema Kategorien festlegen. Da gibt es leichte Kategorien, Rechnungen beispielsweise oder so. Und dann gibt es halt auch da wieder die Kategorien, die ein bisschen schwerer sind. Und da macht man sich dann eben einmal länger Gedanken. Aber da ist es auch wieder ganz wichtig, dass man am Schluss eben einen Platz hat, um wenn ein Brief reinkommt, ein Blatt Papier, dass man sofort weiß, das kommt dahin. Und nicht eben dieses, ich weiß es nicht, ich lege es erstmal auf den Tisch und dann, dann liegt es dort, genau. Ja. Ja, man kann sich ja vielleicht zum Beispiel jetzt auch, weil ich es erst angesprochen habe, mit der Versicherung aufschreiben, dass man im Kalender so eine Erinnerung macht. Ich weiß nicht, achtest du dann auf sowas auch, dass man eben weiß, also die Versicherung wird im August abgebucht, die im Januar, die vielleicht im Dezember oder dort muss ich dran denken, wenn ich den Vertrag jetzt haben will, also ich mache das immer so, wenn ich einen Vertrag abschließe, dann tue ich mir immer eine Erinnerung, mindestens ein Vierteljahr vorher, je nachdem, wie die Stornobedingungen sind. Ja, genau, ja, ja. Eine Erinnerung im Kalender, dass ich das nie vergesse, weil ich sag mal, es ist so viel, was auf uns einströmt, dass man einfach, ja, also man ist total schnell überfordert, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht Ordnung schaffen in dem Sinne, sondern das ist eine Organisation zu machen, also das sind Arbeitsabläufe zu optimieren. Und da habe ich auch in meinem Kurs ein Modul, da geht es um Aufgaben, nenne ich das einfach, also wie man eben einfach sich organisiert. Ich muss aber dazu sagen, das ist immer bezogen auf eine Person. Also das ist jetzt nicht ein Tool, was man irgendwie in einer Firma, in einem Team nutzt oder so, sondern es ist immer, also meine Kunden sind Privatkunden und Selbstständige, die eben zu Hause arbeiten oder die hauptsächlich, auch wenn sie ein kleines Team haben, für sich arbeiten in dem Sinn. Genau, und da gibt es eben auch so eine Möglichkeit, so Fristen einzuhalten oder eben sowas. Aber das geht ja auch schon wieder so ein bisschen hin in digital. Wenn ich jetzt Arbeitszimmer aufräume, ist es in erster Linie wirklich erstmal diese vielen liegen gebliebenen alten Papierunterlagen eben auszusortieren und neu zu strukturieren. Und arbeitest du, da hast du da auch eine Box, wo du sagst, ich mache das erstmal alles rein oder ordne das sofort oder? Genau, ja. Ich habe lange mit ganz normalen Ordnern gearbeitet und war da auch total zufrieden. Und bei meinen Kunden habe ich dann die Ordner auch angelegt und habe immer gesagt, ja, das ist doch total einfach und das macht man und jeden Tag ein bisschen Ablage und dann wachsen die Stapel gar nicht mehr. Aber ja, meine Kunden haben jetzt völlig in Ordnung, völlig verständlich, nicht diese Leidenschaft für Ordnung. Also ich habe ja auch andere Themen, wo ich nicht so gerne mache, wo meine Kunden das super gut können. Also deshalb ist das auch, ja,
also kann ich noch kurz sagen, meine Kunden haben öfters das Gefühl, oh Gott, sie können keine Ordnung und es ist ihnen total unangenehm. Da sage ich immer, ja, ich kann Ordnung, aber ich kann so viele andere Sachen nicht. Also von daher will ich gar nicht, dass sie sich irgendwie deshalb immer ja, schämen müssen oder so. Also das ist, genau. Und da habe ich einfach gemerkt, die, auch wenn ich immer sage, ja, die Ablage macht total Spaß, es geht total leicht, aber ich habe jetzt irgendwie gemerkt, das ist nicht so. Und dann habe ich, ja, die Mappe-Methode heißt es, entdeckt. Also das heißt, es ist anstatt mit Ordnern, wird hier mit Mappen gearbeitet. Und ich hatte das, ehrlich gesagt, schon vor längerem gehört, aber selber für mich jetzt nicht so erkannt, den Wert, da, weil ich einfach selber mit Ordnern ja zufrieden war. Und irgendwann hat mir das jemand mal gezeigt, mal so richtig. Und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was meine Kunden brauchen. Also das, und ich bin, also ich habe das eigentlich für meine Kunden dann entdeckt und nutze das selber und bin total begeistert. Also das heißt, ich bin jetzt auch umgestiegen, anstatt mit Ordnern arbeite ich jetzt mit den Mappen. Und das hat halt den großen Vorteil, dass von Anfang bis Ende jeder Vorgang in einer Mappe ist. Das heißt, auch ich mache jetzt überhaupt keine Ablage mehr. Auch ich habe auf meinem Schreibtisch überhaupt keine Stapel mehr, weil wirklich alles in diesen Mappen ist, in der Box steht. Und ich ja, jeden Vorgang, den ich bearbeite, einfach raushole und dann damit arbeite. Das ist ja spannend. Ja, man lernt ja immer selber auch noch mit. Ne? Das ist, man lernt ja nicht bloß den Kunden was, sondern man lernt ja mit. Und ich glaube, wenn man mit so vielen Menschen zusammenarbeitet, dann hat jeder seine Stärken irgendwo. Ja? Ja. Das merke ich auch bei den Interviews. Also ich lerne unglaublich viel bei den Aufnehmen von den Interviews, weil jeder hat ein anderes Thema und jeder hat irgendwo seine Stärken. Und das ist das Schöne, dass man sich da gegenseitig bereichern kann. Ja. Hast du vielleicht mal Beispiele also mit der Mappe? Ich kann mir das jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Sind das dann auch wieder lauter Einschlagmappen? Oder? Also ich habe jetzt die Box auf meinem Schreibtisch. Ich kann die gerne mal zeigen. Mhm. Die sieht so aus. Also das ist jetzt tatsächlich meine echte Box. Aha. Da geht es wirklich darum, alles, was in Papierunterlagen da ist, kann eben da rein. Mhm. Und man sieht ja hier eine Wiedervorlage. Das heißt, ja, heute ist der 30. und dahinter habe ich genau die Mappen zu den Themen, die ich heute noch bearbeiten möchte. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit für das Thema, dann nehme ich mir einfach die Mappe raus und habe alle Informationen da drin, bearbeite das und kann dann entscheiden, ist es erledigt, dann kann ich die Mappe auflösen. Oder sage ich, ich möchte in der Woche weiterarbeiten oder morgen oder wann auch immer, dann datiere ich das entsprechend weiter. Und wenn ich sage, jetzt ist es abgeschlossen, ich möchte die Unterlagen aber aufheben, dann nehme ich die Mappe einfach raus und mache die in eine Box, die eben im Schrank steht und kann dann, wenn ich halt irgendwann später darauf zugreifen muss, an den Schrank gehen und die Mappe wieder rausheben, also rausholen. Das heißt, ich habe keinen Ordner, sondern ich habe wirklich immer nur die ja, diese Mappen. Spannend. Also ja. Die Idee bin ich jetzt überhaupt nicht gekommen, aber ich sag mal, da hat man es vielleicht eher wie im Blick, wenn man ewig suchen muss im Ordner. Genau, weil einfach jede Mappe eine Beschriftung hat, jede Mappe hat eine bestimmte Farbe, die legt man eben einmalig fest. Also das ist auch wieder dieses, am Anfang sich Gedanken zu machen, was habe ich für Unterlagen, gleich sortiere aus. Das ist einfach beim Ordnung schaffen. Ja, hat man eben verschiedene Themen, die Kategorien festgelegt. Das ist auch wieder dieses Thema individuell. Da gibt es nicht, wenn ich für jedes Familienmitglied eine Farbe nehme, hat der eine ist alleine, der andere zu zweit, die anderen zu dritt, zu viert, zu fünft. Und dann muss man einfach gucken, im Privatbereich ist das jetzt. Und bei einer Firma ist es eben auch, was ist digital? Dafür brauche ich dann vielleicht keine Farbe. Was mache ich eben in Papierform? Und da wird dann eben das individuell festgelegt, also jede Mappe eine Farbe. Und dann eben eine klare Beschriftung. Also ich muss auch bei den Unterlagen jetzt nicht mehr durchlesen, was ist das für eine Versicherung? Also das Logo erkenne ich noch, dann weiß ich, ah, okay, das könnte die Versicherung, die oder die sein. Und dann muss ich aber eben lesen. Und wenn ich dann noch zwei habe, dann muss ich auch noch nach der Nummer suchen. Und das kann ich halt alles ändern, indem dass ich hier auf den Reiter genau die Informationen draufschreibe. Und dann kommen die Unterlagen eben rein. Und ich muss nicht jedes Mal, wenn ich eine Versicherung suche, alles durchlesen, sondern habe einfach nur diesen Reiter mit der klaren Beschriftung. Und ja, durch die Beschriftung kann ich einfach jederzeit darauf zugreifen. Hier sieht es jetzt nicht ganz so ordentlich aus, weil die Sortierung jetzt nach Datum ist. Also wenn ich jetzt eine Box habe fürs Archiv oder ja, für Unterlagen, die ich nicht oft brauche, dann sind die Reiter viel ordentlicher sortiert, nämlich nach Alphabet. Und so ist es jetzt einfach durcheinander. Aber wenn ich sage, ich habe irgendein Thema, Newsletter will ich schreiben, dann suche ich hier unter N
und pinne dann die Mappe. Und jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, wenn ich sage, ja, ich habe irgendeine Idee eben für ein Newsletter, dann schreibe ich mir das auf einen Zettel oder hole kurz die Mappe raus und notiere mir das da drin. Und somit habe ich eben einen komplett leeren Schreibtisch, weil alles in diesen Boxen steht. Es sind keine Hängeregister, also es sind Stehmappen. Also so, dass man wirklich ganz angenehm mit denen arbeiten kann, ohne dass jetzt da groß die Metallsachen dran sind. Und dann nehme ich einfach eine Mappe, kann die an meinem Arbeitsplatz bearbeiten, zu einer Besprechung nehmen, mit auf Reisen. Es ist immer so die Mischung zwischen privat und beruflich, also von den Beispielen her, weil ich einfach ja ganz oft diese Mischung eben habe, weil meine Kunden dann irgendwie selbstständig sind und dann mischt sich das eben. Deshalb sind meine Beispiele auch immer so. Genau, also ich nutze es sowohl beruflich als auch privat und bin begeistert. Ja, das merkt man dir total an. Also das ist wirklich deine Leidenschaft, das Thema Ordnung ist und Organisation. Ja, und ich finde das total gut, wie du das machst. Ich habe jetzt auch wirklich viel gelernt, also gerade mit der Box, also auf so eine Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, dass man das auch mit den Farben und Schriften und so weiter machen kann. Und ja, also toll. Danke für diese tollen Ideen, weil ich sage mal, ich war sicherlich da auch das eine oder andere jetzt umsetzen, was ich jetzt schon mitbekommen habe. Ich habe auf deiner, bevor ich dich eingeladen habe, habe ich natürlich immer ein bisschen gestöbert und geguckt, weil ich habe gedacht, ich muss ja mal gucken, ist das jetzt wirklich was, obwohl das Thema Ordnung mich sofort angesprochen hat, weil ich eben wirklich weiß, auch aus dem Bekanntenkreis, dass es für viele tatsächlich ein Thema ist und ein unliebsames Thema. Und deswegen habe ich dann noch ein bisschen auf deiner Seite gestöbert. Ich habe da ein Webinar entdeckt, das kann ich mir gratis anschauen, ist das richtig? Genau, ich habe jetzt ja kurz mal die Box gezeigt. Das ist natürlich jetzt ganz kurz gewesen. Wer sich dafür interessiert, kann gerne das Video dazu anschauen, wo ich eben ausführlich ja diese Methode erkläre, die Vorteile zeige und auch eben jetzt mal die Mappen rausnehme. Und genau, das findet man auf meiner Homepage, ja. Sehr gut. Und dann hast du auch kurz den roten Faden angesprochen. Den hatte ich auch bei dir gefunden. Das genau. Ist so, sag mal, dann, das führt mir auch so durch, aber dann kann ich sag mal, wer jetzt hier ein Papiertyp ist, der kann dann sozusagen abhaken, was er schon gemacht hat oder wie es läuft. Das genau, dann? Genau. Ich habe also für mich eben diesen roten Faden entwickelt. Das sind 10 Schritte. Und wir haben jetzt ganz viel über das Thema gesprochen, wenn ich bei meinen Kunden vor Ort bin, eben dieses Aussortieren, Kategorien festlegen und dann auch den richtigen Platz suchen, also die Grundordnung schaffen. Und davor gibt es eben ein paar Schritte, Eingang reduzieren und danach eben. Und das ist für mich so die Basis. Also da kann ich mit meinen Kunden immer genau schauen, wo ist die Herausforderung, was können sie schon gut. Und da können wir dann eben die Schritte zusammen umsetzen oder eben da mehr den Fokus drauf legen, wo sie halt noch die Herausforderungen haben. Genau, und diesen habe ich dann eben, den roten Faden, kann man auch auf meiner Homepage finden. Und dann sieht man eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Ordnung schaffen ist eben nicht ein Tag kommen, ein Tag einen Raum zu ordnen, sondern es geht ja darum, die Ordnung zu halten. Und dafür sind halt eben andere Schritte erforderlich, als nur in Hauruck-Aktionen immer diese Ordnung zu schaffen. Genau, das findet man aber auch auf meiner Homepage. Naja, das halten sie, glaube ich, die Kunst. Ne? Und wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten will, dann schreibe ich dich als erstes an oder wie mache ich das? Genau, also auch da findet man auf meiner Homepage die verschiedenen Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, sei es anzurufen, eine E-Mail zu schreiben, ein kostenloses Kennenlernen-Gespräch zu buchen. Also so, wie es einfach am besten passt. Okay, super. Klingt super. Also ich glaube, du hast jetzt richtig Lust, vielen gemacht aufs Aufräumen, ja, weil das ist so, ich denke, da kommt wieder jeder besser in Fluss, weil die Energie im Haus, in der Wohnung, wie auch immer, besser fließt und man freut sich. Also ich sag mal, wenn man in was gemacht hat, wo und man macht die Schublade auf, dann kann ich mir so richtig vorstellen, wow, jetzt ist es schön und übersichtlich. Ja. Also mich könnte sowas auch begeistern. Es gibt natürlich Menschen, die interessiert das vielleicht gar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen schwerfällt und dass viele jetzt vielleicht auch Lust gekriegt haben auf mehr. Ja. Also ich finde halt, Ordnung betrifft jeden von uns zu jeder Zeit und deshalb finde ich es so wichtig, dass man sich mit der Ordnung wohlfühlt und dass man sich halt auf die Sachen konzentrieren kann, die man eigentlich mag, die man richtig gut kann und nicht immer dieses Thema Ordnung so vor sich herschieben muss oder also das halt irgendwie hemmt, weil man einfach sagt, ich bin den ganzen Tag nur am Suchen oder nicht den ganzen Tag, aber ich bin viel zu viel am Suchen, obwohl ich eigentlich lieber andere Sachen machen kann, meinen Kunden bei eben dem Thema helfen kann oder eben auch in der Freizeit sagen kann, ich möchte
ja, mehr Zeit für mein Hobby haben und nicht immer diese Ordnung schaffen, Ordnung schaffen. Und deshalb ist das nicht so ein Thema, Ordnung ist nicht so eine Phase, wo ich sage, ja, in der Schule habe ich Mathe nicht gemacht, irgendwann ist es vorbei, sondern Ordnung ist so ein Leben lang. Und das ändert sich auch, also das Ziel ist ja, dass Ordnung leichter wird, aber auch, gerade wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie selbstständige Führungskraft und hat irgendwelche Angestellten, Mitarbeiter und ein Team, auch da betrifft einem Ordnung, weil man ist auch Privatperson und auch eine jemand, der Assistenten hat oder ja, muss trotzdem seine Unterlagen organisieren. Also von daher finde ich einfach dieses Thema Ordnung ganz, ganz wichtig, wenn es eben nebenher geht, alltagstauglich ist, einmal richtig so gemacht, dass es zu einem passt, dann erleichtert das immer das jede andere Aufgabe einfach. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich einmal diese eine Grundordnung wirklich drin habe, ja, und weiß, wo was liegt, dann, dann wird vieles leichter und dann ist das Thema Ordnung für mich überhaupt nicht mehr schwer. Und jetzt ist es oftmals eine Belastung, wo ich sage, oh, das muss ich auch noch machen oder oh Gott, wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Ja, also und wenn ich mich wirklich eine Grundordnung habe und mich dann wirklich diszipliniere, das dann immer wieder dorthin zu tun, wo es auch hinkommt, wenn ich es benutzt habe, dann macht es sicherlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt Spaß und es geht leicht. Ja, und das ist ja der Sinn der Übung. Es ist ja nicht so, dass du jetzt jede Woche oder einmal im halben Jahr irgendwo hin willst, nochmal und aufräumen, sondern es soll eigentlich, die Kunden sollen ja unabhängig Das ist es auch. Also wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, ist es tatsächlich ein Projekt. Also es ist einfach nicht irgendwie regelmäßig, dass ich für die jetzt, dann geht es schon wieder Richtung Buchhaltung, regelmäßig jeden Monat die Belege ablege. Das ist gar nicht. Es geht wirklich einmal diese Grundordnung zu schaffen, liegen gebliebene Dinge auszusortieren, aufzubearbeiten, ordentlich einzuräumen, eben das ist das Thema, ja. Also du gibst den Menschen sozusagen eine Angel an die Hand und ja, nicht bloß den Fisch, wie man das immer nennt, ja. Okay, ja, Tanja, hast du jetzt noch ein abschließendes, ja, wo du sagst, Ordnung ist das halbe Leben oder irgend sowas, einen ganz abschließenden Tipp, wo du sagst, ja, das möchte ich unbedingt jetzt als allerletztes noch mitgeben? Aber weil du es gerade gesagt hast mit dem Spruch, also es gibt ja immer so Sprüche, die eher dafür sind, dass es doch schöner ist, Unordnung zu haben. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, ich weiß nicht, das Genie beherrscht das Chaos. Das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder ob es vielleicht nicht doch eine Ausrede ist und es doch nicht vielleicht leichter wäre, für eine Ordnung zu haben. Was mir ganz wichtig ist, ich kann immer nur mit den Kunden Ordnung schaffen, die das auch wirklich wollen. Also das heißt, wenn man jetzt anruft und sagt, ja, mein Partner ist unordentlich, also das würde nicht funktionieren. Also es ist immer wichtig, dass man das von sich aus will, weil man wirklich einfach sagt, ich möchte das ändern. Es ist jetzt einfach zu viel geworden. Dann... Ja, und das ist aber auch genau das Thema. Ich kann mich ändern, ich kann nicht mein Kind ändern, ich kann nicht meinen Partner ändern, ich kann es zwar vorleben, aber ändern kann jeder sich, nur sich selber. Ja? Mhm. Weil du sagst, das Genie beherrscht das Chaos, aber das Genie merkt bestimmt erst im Nachgang, wie viel Energie ihm das Chaos gekostet hat. Ja? Das ist auch so. Ja, wo man oftmals erst im Nachhinein merkt, wie viel Energie hat man eigentlich für irgendwas verpulvert, was es einfach nie wert war. Ja. Also ich leide ja immer mit, wenn jemand anders, wenn ich das beobachten muss, wie jemand anders unorganisiert ist, also sei es beim Arzt, im Arzt, also wenn ich im Wartezimmer sitze, dann lese ich nicht so gern Zeitschriften, sondern schaue lieber, wie das alles organisiert ist. Ich freue mich total, wenn das gut klappt und ich leide wirklich mit, wenn sich da jemand wirklich schwer tut. Und auch da sage ich immer, die Aufgabe von dem Arzt oder der Ärztin oder welcher Beruf, Handwerker, egal, wenn ich... Ja, ist immer das zu tun, was er kann. Und diese Organisation, diese Ordnung, die gehört einfach in Teilen dazu. Und ich habe das auch gelernt. Ich habe früher auch für andere aufgeräumt. Das geht einfach nicht. Also ich habe es wirklich, auch wenn es mir schwerfällt, manchmal, jemand muss das wollen, dass ich für ihn aufräume, mit ihm aufräume. Und das ist wirklich ganz wichtig. Er muss auch bereit sein, das zu lernen. Weil ich denke, wir ersparen uns auch, wenn wir eine gewisse Grundordnung haben, erspart man sich, denke ich mal, auch ganz schön viel Stress. Ja. Ja.
dass man, und dann hat man dann wirklich Zeit zu den Dingen, die man gerne macht. Ja? Und dann hat man auch nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, das muss ich noch machen und dort müsste ich noch was aufräumen und dort habe ich noch einen Wäscheberg liegen, sondern ja, man kann das dann wirklich strukturiert machen und das ist das Gute daran. Ja. Genau. Tanja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Ausführung und ja, ich freue mich total, dass ich dich gefunden habe und dass du bereit warst, über das Thema zu sprechen, weil für viele ist es ja wirklich ein Tabuthema und dass du da so offen damit umgehst und einfach sagst, ja, ich helfe euch gern, das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Also, lieben, lieben Dank und ja, hab eine wunderbare Zeit. Und ja, hoffentlich kannst du noch ganz viel Ordnung in das Leben von ganz vielen Menschen bringen und dass das dann alles besser im Fluss ist. Genau. Ja. Jo, alles Liebe dir. Und ja, vielen Dank auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich war sehr gern dabei. Ja, danke schön. Ja, liebe Aufwach-Community, heute hatten wir ein ganz anderes Thema Ordnung. Aber ich denke, das betrifft uns alle und ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr Tanja oder auch mir Feedback gebt, wie euch das Interview gefallen hat, was für euch das Thema Ordnung beinhaltet. Also schreibt gern. Alles Liebe und bis zum nächsten Interview. Ciao. Ciao, Tanja. Tschüss.